einfach machen. Also was die Tagesstruktur angeht, eher weniger, aber was die Verletzungsproblematiken angeht, dann doch schon mehr. Man merkt einfach, dass halt nicht jeder Mensch und nicht jeder Spieler gleich ist und du kannst nicht jede Verletzung gleichmäßig versorgen. Da muss man sich auch sehr, sehr häufig auf die Bedürfnisse der Spieler einstellen und das sorgt schon manchmal für mehr Aufwand und auch für sehr viel Abwechslung, ja. Also er ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, das ist sehr, sehr schön. Man weiß eigentlich nie, was heute auf einen zukommt, obwohl, nee, das stimmt nicht. Ich weiß schon, was jeden Tag auf mich zukommt, aber es ist die Versorgung der Jungs, der verletzten Spieler, diese wiederherzustellen und diese am Ende des Tages wieder voll und fit auf dem Platz zu sehen. Und wenn sie am Ende dann quasi die Leistung bringen, die wir erwarten, dann habe ich quasi mein Soll erfüllt und bin darüber immer sehr, sehr glücklich. Ich denke, alles, was Sprunggelenk betrifft, also die Spieler knicken halt häufiger mal um. Also ich würde sagen, Bänderrisse im Sprunggelenksbereich sind schon die Verletzungen, die wir am häufigsten versorgen müssen. Beides. Einmal manuell und dann haben wir dafür auch diverse Gerätschaften, die uns da ein wenig die Arbeit abnehmen können. Also erstmal behandeln tendenziell können wir ja alles auf ärztliche Anordnung. Wenn wir aber den Verdacht haben, dass es jetzt vielleicht irgendwas Schwerwiegendes sein könnte, dann muss dort auf jeden Fall nochmal der Arzt drüber schauen. Also dann schicken wir sie auch zu den Ärzten. Sprich, wenn wir das Gefühl haben, dass hier mehr kaputt sein könnte, also von Muskelfaserriss bis zu Bänderrissen oder halt auch Brüchen natürlich, das muss alles ärztlich abgeklärt werden und dann beginnt unsere Arbeit eigentlich oder wir setzen die Arbeit dann quasi fort. Ich denke, momentan beschränkt sich eher hier im Trainingslager aufgrund des Pensums auf die Weichteiltechniken, also alles, was Lockerungen angeht, Massagen und manualtherapeutische Techniken, also Gelenke mobilisieren, um die Jungs fürs Training vorzubereiten. Wir messen das Enzym der Kreatininkinase, um muskuläre Überbeanspruchungszustände bei den Spielern festzustellen, um am Ende die Belastungssteuerung so effektiv wie möglich zu gestalten.